Hey, ich bin Kim und herzlich willkommen bei Movement Family TV. Ich bin Trainerin in den Bereichen Parkour als auch Breakdance und ich beschäftige mich mit der Akrobatik. Daher kommt auch der erste Move, den ich dir zeigen werde, der Radschlag. Was sind die Voraussetzungen für den Radschlag? Grundvoraussetzung für den Radschlag ist zum einen, dass ihr genügend Spannung habt und dass ihr natürlich optimal aufgewärmt seid. Stell dir zunächst vor, du hast eine imaginäre Linie, auf der die Hände als auch die Füße aufkommen sollen. Du kannst entscheiden, ob du das Ganze zu der rechten Seite oder zu der linken Seite lernen möchtest. Ich mache das Ganze mit der rechten Seite. Heißt, zunächst kommt mein rechter Fuß auf, danach folgt die rechte Hand, die linke Hand und im Anschluss das linke Bein. Das Ganze kann gefolgt aussehen. Für den Anfang ist es nicht schlimm, wenn du dich nicht direkt traust, die Beine weit hochzuschmeißen. Heißt, wir gehen das Ganze Schritt für Schritt an. Fangen wir erstmal weiter unten an. Wichtig ist, dass eine Hand nach der anderen aufkommt. Heißt, wir schwingen die Beine nur leicht. Das Ganze steigern wir dann Schritt für Schritt. Heißt, wir schwingen die Beine immer weiter höher. Das Ganze wiederholen wir so lange, bis wir uns dann trauen, die Beine gerade hochzuschmeißen. Achte darauf, dass deine Arme durchgestreckt sind. Natürlich ist es auch schön, wenn du dabei die Beine durchstreckst. Für den Anfang ist es aber nicht schlimm, wenn du die zunächst erst einmal anwinkelst. Kommen wir einmal zu der imaginären Linie zurück. Ziel ist es dabei, dass du in eine Richtung schaust und dort wieder landest. Heißt, du bleibst auf deiner Linie, du suchst dir auf dem Boden ein paar Punkte und versuchst dort mit den Händen als auch mit den Füßen am Ende aufzukommen. Und du schaust am Ende wieder in dieselbe Richtung. Wenn du das Ganze allerdings mit links machen möchtest, kommt zunächst dein linker Fuß auf, dann deine linke Hand, deine rechte Hand und zu guter Letzt das rechte Bein. Wenn du das Ganze jetzt regelmäßig trainierst und auf die ganzen Tipps achtest, dann kann das Ganze so aussehen. Das war der Basic-Radschlag. Was nun? Was kommt als nächstes? Als nächstes werde ich dir den Radschlag nur mit einer Hand zeigen. Heißt, den einarmigen Radschlag. Ich hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Video.